Herzlich willkommen bei MTCast. Hier ist Mehmet. Hier ist Jan. Ja, wir sind mit Familie hier in Berlin angekommen. Wir haben hier eine Airbnb-Wohnung für 2 Tage. Wir haben die Hunde mit, deswegen müssen wir was mieten. Wir sind genau hier. Wo sind wir denn hier, Alter? Eastside Gallery. Ihr seht es da oben. Eastside Mall. Universal ist da vorne. Da irgendwie dieses heftige Gebäude. Und hier geht auf jeden Fall dick Party jeden Tag. Und Matrix ist, glaube ich, auch hier um die Ecke irgendwo, ne? Also Sun meinte, Matrix ist genau da beim Tunnel. Wir checken ja heute Abend, was habt ihr, Leute. Also Freunde, guck mal, es ist unglaublich. Wir haben das Haus genau nebenan. Die ganze Nacht läuft hier Musik, ja? Die ganze Nacht. Ja. Keine Ahnung, hier geht schon ab, Leute. Ihr seht, hier sind Menschen. Genau, hier alle die Leute Mauer feiern. Haben wir hier vorne. Pirates of Berlin haben wir hier. Genau. Also, die ganze, also es ist nichts los hier, ne? Gleich wird es noch voller hier, du kannst kaum gehen. Relativ früh, ne? Ich glaub, aber die Musik, Alter, guck dir das mal an, ich weiß nicht, was da drüben los ist. Menschen, aber das ist Massen, ja auch diese darüber. Universal. Ja, aber das ist ja davor, das hat ja nichts mit Universal zu tun. Ja, also, ihr seht, da sind tausende von Leuten, die feiern da ab, keine Ahnung, was sie machen. Berlin ist schon böse, oder nicht, Alter, was hier abgeht. Also, weißt du, was wir machen? Genau, wir sind ja hier wegen dem. Wegen der Taufe von dem Benji sind wir hier. Ja. Morgen geht zur Taufe. Da hat uns ein Abonnent hat mich angeschrieben gehabt. Er sagt, komm, Abi, ich lade dich mal schön zum Shisha rauchen und was sein. Wir fahren jetzt zum Shisha Lounge. Den, ja, lernen ihn mal kennen, chillen da mal ein bisschen rum. Gucken mal, was in Berlin abgeht. Mal gucken, wie Berliner Pfeifen sind. Ich bin Pfeifen-Fan. Hadi, yalla. Freunde wollten gerade losfahren und der Kollege, den ich, ja, ein Abonnent von mir, er hat gesagt, komm, Abi, lass mal was machen und was. Er sagt, wo bist du? Ich bin um die Ecke. Er muss jede Sekunde herkommen. Dann gehen wir ein Shisha rauchen oder was unternehmen mit ihm. Er zeigt uns ein bisschen was. Ja, das ist die Berliner Mauer. Da ist unser Car. Ihr seht unseren geilen Car. Wir haben ja kein anderes Auto gehabt. Alter Schwede, seht ihr, wie ich geparkt habe? Freunde, Freunde, alter Maßarbeiter, ja? Ich glaube, da ist doch, das ist der Kollege, hä? Ja. Ich glaube, der hat den blauen. Er sagt, warte 2 Sekunden. Er sagt, komm. Auch hier Berliner Stadtreinigung. Das ist er hier, guck mal, da. Ist doch blau. Ist er das? Ja, ist er. Den habe ich eben schon gesehen, als wir vor einer Stunde einen Parkplatz gesucht haben. Der ist doch mit lauter Musik vorbeigefahren. Wo echt? Sam meinte, oh, guck mal, den E36 mit M-Paket, kompakt. Aber das ist aber ein kompakt, ne? Ja, ich schwöre, den haben wir eben hier gesehen. Das ja, fragen wir Sam gleich. Ah, schönen guten Abend, schönen guten Abend. Ich bin in Berlin, hier in Shisha-Bar. Ja, Eddie ist da. Geil. Wer ist noch da? Julia sind da. Ja, die haben meine Videos gesehen, der Onkel auch. Er hat gesagt, du bist in Berlin. Ich habe gesagt, ja, ich bin in Berlin. Er hat gesagt, lass mal was trinken. Ich sag, wir haben ein bisschen Zeit gehabt. Haben gesagt, komm, wir chillen ein bisschen, schön in der Cocktailbar, war geil. Mega. Genau, und dann hat er noch einen Onkel. Genau, er hat noch einen Onkel. Er sagt, ja, komm, komm, Onkel, den wollen wir auch kennenlernen. Wir haben ein bisschen Zeit, machen wir auch gerne. Jetzt fahre ich mal schön, ja, mit dem 323i mal durch Berlin. Mal gucken, was die Karre kann. TI. Ne, den zeigen wir euch mal gleich weiter. Komm, steig ein, wir fahren mal. Sehr selten. Ja, das zeigen wir mal, wenn es hell ist. Ja, Freunde, wir fahren jetzt mit dem 323 TI hier mal ein bisschen zu seinem Onkel hin. Jan ist da hinten, der muss erstmal aus der Parklücke rauskommen. Ihr wisst, Berlin ist ein bisschen kompliziert, Freunde. Ich bin auf dem Land nicht groß geworden, aber ich bin so ein Landfahrer. Aber scheißegal, wir fahren überall, oder? Ja, jetzt warten wir mal ab hier. Keine Ahnung, was der Penner jetzt macht. Oder die Pennerin. Die ist auch blöd, Alter. Was macht sie mit dem scheiß Smart, ja? Aber die Sitze sind geil. Sportsitze. Aber auch innen, ne? Lenkrad ist cool. Schatz. Kilometer sind geil. Eine geile Ausstattung, das Ding, ne? Wie viel hat er? 194. 194. Ey, und das erste Mal Tank leuchtet nicht, Alter. Ihr kennt meine Videos, ne? Die Tanks leuchten immer. Wirklich, egal. Ja? Digga, egal welches Auto ich einsteige. Weil die Kinder fahren die Dinger tot. So, hinter mir ist er schon, ne? Ja. Wir fahren geradeaus. Links, vorne links. Freunde, Erdem bringt mich hier zu Kotti erstmal hierher, Alter, ne? Kotti ist aber geil, wir sind auch immer oft hier. Auf jeden Fall. Ne? Also das feiere ich auch hier kreuzbergmäßig, oder? Istanbul, im Kleinen. Ja, jetzt machen wir die Assi-Runde hier mit Eddie hier. Ne? Ihr kennt die Assi-Runde, wo lang fahren wir? Geradeaus. Geradeaus. Ah, da sind wir hier beim Köftigi. Genau, nächste raus. Nicht hier, sondern nächste. Also nicht bei Köftigi, sondern ein weiter. Genau. So, wenn die mal wieder vorfahren können. Ah, hier ist Parkplatz immer so ein Problem, ne? Überall in Kreuzberg. Aber hier ist richtig Action, ne? Richtig Leben, ne? Ja, genau. Ja, hier waren wir gestern essen, Schatz, weißt du, ne? Ja, ich weiß. Köftigi. Mit Köftigi, da war es auch Klo. Orient Deck ist auch mega lecker. Gestern waren wir hier, sie will auf Klo, ne? Mit ja, nach 4 Stunden Fahrt, ne? Wir haben kein Klo. Dann geht sie nebenan zu diesem Konya. Toilette ist kaputt. Ich denke, egal, dann gehen wir zu Tadem. Toilette ist auch kaputt. Ich denke, Alter, ganz Kotti, die Toiletten sind kaputt. Alter, kann doch nicht sein, oder nicht, Schatz, oder? Bei Antep Grill konnte ich dann rein. Ausnahmsweise.
Ja, gegen 1 Euro Gebühr. Ja, stimmt, die wollen. Auch noch? Ja. Das steht extra 1 Euro, damit die Leute da nicht mal reingehen, weißt du? Ja. Aber ist auch okay. Aber es ist schön mit Faltdach. Ja. Ein schönes Gefühl. Vor allem, wenn du kannst die Sterne angucken. Ja, wirklich schön, Schatz, oder? Nicht mit Faltdach. Schatz, wozu ein Sternenhimmel? Wieso? Hast doch hier oben. Ja, wunderschön. In live sogar, ne? Ja. Auch das Wetter ist richtig schön, ne, heute Abend. Ja, das ist angenehm auf jeden Fall. Richtig angenehm. Aber weißt du, was ich immer Pech habe? Ich bin nicht, wenn ich mal die Blitze. Ja. Aber so oft, ne? Deswegen benutze ich ja zu 90% immer die Blitze. Die, genau. Die ich aber nicht benutze, Freunde. Ne? Warum kennst du alle auswendig? Nee, ist ja verboten. Ich benutze die immer an der Seite. Aber wenn der Beifahrer das ja, benutzt? Ja, das darf er. Ich gucke da nicht rüber. Ja, ja. Okay, geradeaus auf jeden Fall, die ganze Zeit. Ne? Dann kommt auch schon bald der nächste Blitzer. Ja, aber du kennst dich ja auch, du bist ja genau, geworden, ne? Dauert noch ein bisschen. Und dann fahren wir gleich in den Tunnel rein. Um ca. 5 Minuten. Aber er fährt sehr stabil, wirklich. Also muss ich jetzt sagen, wirklich, ne? Kein Klappern, kein Zackern, Kupplung ist super, Bremsen sind super, Lenkrad wackelt nicht, vibriert nicht. Ich kenne das von meinen Autos, also, oder nicht, Schatz, ne? Da ist immer irgendwas. Aber du weißt, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Aber wirklich toll, muss ich sagen, auch das Lenkrad, okay, das ist abgegriffen, wenn du es noch überziehen hast, oder? Kein Klappern im Innenraum, ne? Gar nichts, super, wirklich. Und der Motor, der hält das Gas, ne? Ja, auf jeden Fall. So ab 3,5 Augen kommt er nicht. Ja, weiß ich, ja. Aber ich will ja nicht geblitzt werden, Alter, das ist mir das nicht wert. Nein. Der Tunnel finde ich auch immer geil, ne, in Berlin. Ja, mega. Der Aladdin, die da haben bis 200 Mann. Aber hast du keinen Klappenausruf dran? Doch, der Tini hat so Klappenausruf für dir. Also ich habe Klappen auf meinem Baby. Hahaha, Türkchen! Hast du gesehen, wie laut die gerade ist, Digga? Ja, die Klappe geht da 3.500 auf, aber wir haben die Klappe abgeklemmt. Ja, damit also ist immer offen. Ne? Ist immer offen. Aber in Berlin sind die Polizei auch ganz hart, da gegen links die Ausdruck, Ausdruck. Alles, gegen alles. Selbst eingetragene Sachen zweifeln sie immer an. Heftig, ne? Auf jeden Fall. Also Hamburg ist genauso, oder nicht, Chef? Ja. Hamburg ist hart, Berlin ist wirklich hart, ne? NRW auch, oder? Wo NRW soll auch richtig hart sein, ja. Also, das Tun versauen sie wirklich jeden Menschen, der Geburtstag, oder? Leute, guckt euch das an. Passendes Kennzeichen. 1,23 Diesel. Das ist der Biturbo-Motor. Aber nochmal schönes Hammer, ne? Ja. BMW, ne? Also, hier ist Ibrahim. Komm mal her. Also, Eddie hat mich kennengelernt. Zu spät. Und das ist sein geiler Onkel Ibrahim, ne? Er guckt auch bis sein Auto übrigens. Ja, und es ist sein Auto. Und dann haben wir gesagt, komm, wir sehen ihn auch mal. Er hat einen geilen E34. Den gucken wir uns mal gleich mal an. Und einfach mal kennenlernen. Da freuen wir uns, ganz liebe Leute. Berlin ist geil. Berlin, komm her. Herzlich willkommen in Berlin. Herzlich willkommen in Berlin. Dann immer, gehen wir mal. Immer eingeladen. Wir gehen jetzt runter und gucken uns mal die Karre an. Ja, Freunde, es ist hier 10 Uhr abends. Eddie hat uns hergebracht. Eddies Freundin fährt den geilen 333 Ti. Wirklich, ich bin erstaunt. Ihr weiß, kompakt ist nicht so mein Fall, habe ich immer zu Eddie auch gesagt. Ich bin den gefahren, er fährt wirklich. Unglaublich. Aber er fährt richtig stabil, Digga. Hey, also Fahrwerk, Mahrwerk, geile Karre und das Faltdach ist geil. Aber soll ich euch was sagen, warum mir das Auto nicht gefällt? Was sind das für Felgen, Digi? Ja, Felgen. Ja, die Felgen müssen hoch, hoch, hoch. Wir kamen noch nicht dazu. Wir sind seit 2 Wochen dran, weil hier Felgenschuss hat meine Freundin leider verbummelt. Ich habe bei BMW 2 Stück bestellt, hat aber nicht gepasst. Wir wollten die Stellen 24 aufziehen. Ich hau da mal Vizanus rein.
Vierzahn? Warte, was haben sie denn? Haut einfach rein. Ja. Und dann mach ich den auf. Einfach Vierzahn, dann ist der kaputt, aber dann kriegst du ihn irgendwie. Ich hau da mal Vierzahn rein. Und dann dreh ich auf. Scheiß drauf. Weißt du, was ich meine? Ja, sonst? So, dann ist ein Scheiß. Das ist mein Schmuckstück. 3230i auch. Zweite Hand. Das ist ein Kompaktfreund. Ja. Ja. SLE. Von der Limited Edition. 101.000 Kilometer gelaufen. Original. Oh, der sieht aber gut aus. Kosmos schwarz. Was hat er? Das steckt nicht rein. Ja. Oh, der sieht aber schön aus, ja. Helle Sitze, okay. Muss jeder für sich selber wissen, aber. Champagner. Oh. Füll mal hier rein, komm mal hier rauf. Rum. Ja. Der sieht richtig schick aus. Der hat einen G-Power-Ausbruch seit 2001 dran. Hab die Rechnung noch von 1800 D-Mark. Und ich habe auch dicke Ordner, alles drum und dran. Ich kann mal einen Soundcheck machen. Kaltstart, warte mal. Kaltstart. Wir kommen erstmal hier nach hinten. Komm mal hier rum. Mit Sekundärluftpumpe. Eine Minute lang. So. G-Power Auspuff. Ja, nice. So, M-Paket. Stand an, Freunde. Original. Und er sieht auch von innen. Aber das siehst du auch an den Ledersitzen. Das einzige aber E630, Freunde. Ja, ja, leider. Leider. Muss ich noch machen selber. Aber mach mal die Haube auf. Wir gucken uns den mal von vorne an. Und schon nicht einmal Motorwechsel machen. Oh, der läuft aber gut, ja. Ja. Er läuft seitenweich. Machen wir uns einzeln, ne? Oh, er läuft super, Digga. Wirklich schön. Ja, Sechszylinder. Alle sagen zu mir auch, IS ist was anderes, aber Sechszylinder-Sound, man hört das ganz genau. Anders. Dann hat der SLE, das Besondere bei dem Fahrzeug ist, der hat die Einlassknochenwelle von 328 am Auto, Alter. Ja. Aber er läuft gut. Jan? Ja, der läuft echt sauber. Und das Laufwerk, ne? Schön. Schickes Teil. Ja, wirklich, Farbe ist warte, auch warte. Schön. Einzeln, ich mache hier die BMW gucken. Ja, das einmal gucken wir immer. Das gucken wir immer. Das müssen wir auf jeden Fall einmal reingucken. Bei den Dingern, dann wissen wir, Freunde, ob der Typ wartet oder nicht. Ja, super, bravo. Weil das machen wir immer bei jedem BMW, einmal Luftfilter gucken. Dann weißt du, ob der Typ das wartet oder nicht. Weil die meisten machen immer Ölwechsel, weißt du, ne? Und den Luftfilter machen die meisten macht nicht. Macht keiner. Und wir gucken immer Luftfilter. Und dann weißt obwohl du, das so simpel ist. Ja. Aber du magst dein Auto. Auf jeden Fall. Schönes mein Auto. Baby. Ja. Schönes Auto. Danke. Komm noch mal das wegen dem Nockenwellenversteller. Wegen dem Warnhaus. Komm, Eddie. Komm mal hier ran. Wegen den, was wolltest du den Leuten erzählen mit dem SLE? Genau. SLE heißt Sonder Limited Edition. Wurde nur 2000 Mal produziert. Der Unterschied bei dem ist, dass die Einlassnockenwellen von 328 sind. Ne, dann hat er den Euro 4 Kabel, Motorkabel. Dann hat er eine Schaltwegverkürzung, Sperrdifferenzial 25% ab Werk. Da hat er den gedrehten Schweller ab Werk und eigentlich die M-Spiegel, aber die sind leider im Keller. Ja, M-Spiegel feiere ich, also ich bin auch ein M-Spiegel-Fan. Genau. Dann hat er noch die Einstiegsleisten. Das ist auch wahrscheinlich, ja. Was hat er an Leistung? Immer noch 170 PS? Ja, aber die streuen ja bekanntlicherweise immer böse. Ja, klar, die streuen immer. Schätzungsweise sage ich jetzt mal 180. Ja. Nur der drückt mir auf den aber Blumen auch 170 reicht. So ein Quatsch würde er dann 180 genau. Wahrscheinlich sagen. Vielleicht Sportlos wieder 2 PS reinholen. Leute, das sind nur seine Standfelgen, da brauche ich nicht meckern. Ich habe alles zu Hause, Futura, Styling 24, 32. Egal, Eddie schickt mal ein Foto, wenn er die Felgen mal drauf macht. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt sehen wir mal vom Ivo, vom Onkel, gucken wir uns die Karre mal an. Start. Ja, ich stecke auch auf die Steuerkette, ja. Ist ja schon richtig. Habt ihr den mal aufgelesen? Habt ihr den aufgelesen? Nee, ja, gelaufen. Wie viel? Ja, 300.000. Aber ich 100% Steuerkette, ja. Das ist der Scheißmotor. 100%. Weißt du, was mir einer gesagt hat? Wenn das Geräusch, wenn du so stehst, wenn das von vorne kommt, ist das nicht die Steuerkette. Steuerkette sitzt hier. Ja, genau. Und ja. Wenn du vom rechten Rad das hörst, also ja. Mit dem,
dann soll es die Kette sein. Aber ich bin mir ganz genau sicher. Weil der zieht, der ohne Ja, ist egal, kann er auch ziehen, aber er hat ein bisschen Dings hier. Start ihn mal, ich höre mal jetzt von hier. Pass auf, ich tippe darauf, weil irgendwas war mit dem Thermostat. Okay. Die haben ihn gewechselt. Aber dann haben sie kein Original genommen. Kennfeld-Thermostat hat er ja. Keine Ahnung, also die haben den Thermostat mit Wasser, Dings, Wasser. Ja, ja. Haben sie getauscht. Ich schätze, also ich hoffe, dass es das ist. Nee. Gib mir nochmal einen Start. Kette, 100%. Also Jan sagt 100%. Weißt du warum? Hör mal hier. Jetzt hörst du dich jetzt aber. Das kommt hier hinten raus. Ja. Das kommt auf Kamera nicht gut rüber, Leute, aber von hier hinten kommt das. Ja, hier rein. Und aber die Kette sitzt ja hinten. Motorgetriebe muss raus? Ja, Motor oder Getriebe muss raus. Ja, beides. Was sagt denn Tui dazu, die Expertin? Ja, so viele Expertin ist sie jetzt auch nicht. Aber eins muss ich sagen, Tui, ich bin den BMW gefahren. Ich habe gedacht, das Auto fährt wunderbar. Du hast gedacht, aber ich höre die Kardanwelle. Hardyscheibe. Hardyscheibe rissig. Und dann hat er auch gedacht, ja, es ist die Hardyscheibe. Also ich habe es nicht gemerkt. Tui hat es gemerkt. Sie wusste das auch. Er wusste das auch. Ne? Wir haben es verleugnet. Ja, hier ist die Steuerkette fertig, die Brandner. Ja, muss der dort, der bestimmt Apfel und Ei dafür bezahlt. Alter, nicht mit Unfall, Motor kaputt. Also ich nehme ihn für ein Ab und Ei auch mit. Ja? Mama, Panagiotta ist nichts dagegen, Alter. Wirklich, Alter. Okay, was ich gebe dir noch eine Zwiebel drauf. Nein, schönes Auto, wenn du ein bisschen was machst. Ja, ja, klar, der ist auch noch so in der Aufbau. Ja, aber hier in Berlin gibt es auch viele Werkstätten. Ja, ne? Da wird ja wohl kein Problem sein, oder? Und kein Facelift. Okay, dann also, BMW kann ich. Aber keine Ahnung, was sie hier gemacht haben. BMW-Experte, guckt euch das an. Ich mag dieses. Ja, die Farbe mag ich auch nicht, aber. Der hat ganz scheiß gut bezahlt. Ja. Der Typ ist Profi. Aber. Was soll man sagen? Eigentlich so wie Schand sein und nur halt Kaffee. Aber der ist schön. Ich sag ja, für den Mädchen. Apfel und Ei nehme ich den auch. Ist das M-Paket? Das ist ein M-Paket, hat er. Ich habe auch viele Ausländer. 80%. Ja, am besten den Echt? Ja. Auf die Schneller. Ja, Freunde, wir sind hier wegen der Taufe gekommen, so eine Scheiße, Alter. Jetzt hängen wir bei Ibrahim im Garage rum, gucken ein bisschen was rum. Hier hat er ein Projekt rum. Jetzt hat er mich gekriegt, er hat mich gekriegt, er hat mir die Hand geschüttelt, hat gesagt, komm, für den Kurs nimmst du das Ding mit. Scheiße, wir haben die Karre gekauft, Alter, so ein Müll, Alter, ja. Also, die Karre ist für meine Tochter, die fährt ihren Ford Ka. Du musst nicht vor die Kamera, aber wir wollen was hören lassen. Vor die Kamera. Sie hat gesagt, wenn die Karre gut läuft, dann geht sie vor die Kamera. Ibrahim hat gesagt, Mehmet, ich habe schon eine Baustelle hinten, das heißt, er will den Fünfer gerne für sich fertig machen. Er hat einen schönen BMW hier, auch eine geile Karre. Den hat er sich als Projekt gekauft, damit er ein bisschen Zeit verbringt. Ja, Eddie hat uns hergebracht, jetzt sind wir zwei, ja, ich sag jetzt keine Summen oder sowas, na, jetzt sind wir ein paar Mark ärmer, aber dafür hat meine Tochter ein geiles Auto, oder? Auf jeden Fall, Lara, du musst was sagen. Ja. Geil. So, eins ist wichtig, der Kauf geht nur, wenn das Dach aufgeht. Weil sonst brauchen wir gar nichts. Wofür? Ja, wir haben ein bisschen Kettenprobleme, aber ist egal. Ich würde sagen, halb gekauft, jetzt kommt der Rest. Oh, gekauft, oder Schatz? Ja, gekauft. Ne? Jan, so, gekauft? Wir lassen das Fenster runter. Lara, gefällt? Und ja. Was hast du noch nicht? Ja, geile Karre, oder nicht? Nee, alles gut. Jan kommt her mit dem Schlepper, holt die Karre irgendwie ab, morgen, übermorgen oder was. Guck doch mal. Ne, eigentlich kannst du ja schon morgen kommen, ne? Nee, musste nicht. Kann ja auch mal was. Kann er ja nicht. Montag muss er zu Dings. Ja. Aber sonst nicht. Wir zahlen das an, holen ihn nächste Woche ab. Wir gucken uns das mal an. Holen ihn nächste Woche ab. Ja. Ja, also, dann machen wir die. Was wollen wir machen, ne? Jetzt haben wir die Karte. Dann geht es mal in den nächsten Videos weiter. Zeigen wir, was wir haben, oder? Ja, das muss wieder zu natürlich. Ibrahim, komm mal her, Ibrahim. Okay, er traut sich nicht mehr. Kamera schon. Ibrahim hat keinen Bock vor der Kamera. Das ist sein Neffe. Okay. Er hat das Auto gekauft und dein Onkel hat das Auto gesehen. Er sagt, ich will einen Oldtimer. Ich will den Oldtimer. Und dann hat er gesagt, okay, ist mein Onkel, der kriegt die Karre. Ne? Hat er bekommen. Ohne Gewinn.
Alter, hart. Na, ohne Gewinn, Alter. Vielleicht hat er ein paar hundert Euro in die Tasche gesteckt, Ibrahim weiß es nicht. Aber egal, heller Lawson, oder? Die Kamera ist ohne Gewinn, Leute. Heller Lawson, oder nicht? Wirklich so ohne. Weil die Felgen, guck mal, nur die Felgen sind schon 800 Euro wert. Ihr kennt also, die. Minimum. Hot 058. Der Minimum, ja, wer lässt sich gewinnen? Ja. Minimum. Minimum 800 Euro wert. Hinten 10J, ganz selten. Ja, hab ich auch, genau die gleichen. Ja. Nur halt für die 39, ne? So, mach hier einmal auf, Eddie. Na klar. Freunde, ist ein E34 aus zwei Tankwartern, ne? Genau, hat 299.000 runter. Schiebedach. E-Fenster vorne, Leder. Ja, was hat er? Ja, kein Klima, kein Bosch. Schiebedach. Aber die Ausstattung ist schön. Ja. Okay, ist wie bei dir. Okay, Schaltknopf ist, ja. Ja, das muss da nicht sein. Da haben wir nichts dran gemacht, ne? Radio Schaltknopf muss auf Original umbauen. Ja, egal, das Schönste am E34 ist. Genau. Das hier. Ja, die Haube, ne? Nicht auf? Doch, ist schon auf. So. Guckt euch das an. Ich liebe das, ne? Das ist doch. Das ist BMW, ja. Sieht man was auf der Kamera? Ich mach mal ein bisschen Licht an. Guckt euch den Motor an. Kennt ihr den? Genau. Den ist haben wir auch. Ein zweieinhalber. Batterie vorne, genauso wie bei uns. Ja. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber ne? Sieht sauber aus, ne? Auch ölmäßig, Eddie. Der Motor sieht trocken aus. Der hat alles dran gemacht. Also. Okay. Der sieht alles vernünftig aus. Okay, hier. Irgendwie mal geschmolzen? Nee, das sind die Schutzkappen. Ich weiß, aber irgendwie ist das ja geschmolzen. Ja, hier. Aber wenn er gut läuft, läuft er ja. Gut. Ne? Ja, Freunde, ihr wisst, E34 ist jetzt Gold wert. Ne? Die werden immer teurer, man kriegt die kaum. Ne? Okay, Eddie, der braucht ein bisschen Arbeit. Weißt du, was ich meine? Hast du auch gesagt gehabt, ne? Dass er ein paar Beulen hat, ein paar Sachen hat. Das wäre ein Türkei-Projekt. Ja, zum Beispiel neue Seitenteil. Ne? Die rechte Seite ist komplett zerkratzt, also durch Vandalismus scheinen einige leider nicht können. Was haben die gemacht? Ich weiß auch nicht. Die mal nicht, bitte. Ist unnormal, ne? Ja, Alter, das ist. Ah, wirklich. Hier, guck mal, hier ist der Lack hochgegangen. Dann haben die Silikon. Dann haben sie ein Blechchen. Ja, die haben da ein Blechchen. Guck mal, die haben einfach Silikon hier dran gemacht. Weil ja, dann ist ein Seitenteil neu. Das ist echt. Aber Farbe ist schön. Schwarz. Diamantschwarz. Diamantschwarz. Sehr beliebt. Ja. Schönes Auto. Vorfestiv. Schönes Auto. Genau. Und die Felgen sind auch die neuen. Ja, das ist wie bei uns. Eigentlich. Aber ohne Kantstein, ohne gar nichts, Digga. Oh, die sind richtig schön. Vorne hat er Federn, vom Vorbesitzer hat er gesagt, 30er Federn und hinten original. Der gelbe Sattel sieht scheiße aus, aber ist so, er braucht die goldene. Der Sattel eigentlich geil, weil ein schwarzes Auto hat. Ja, ja, aber Gold, Gold ist fein, ne? Ja, irgendwie das mit der Tieferlegung ist echt nicht stimmig, vorne tief, hinten hoch. Ja, das Keilfahrwerk sieht auch nicht schön aus, ne? Hinten nur Ticken tiefer. Keilfahrwerk, ja, aber. Ja, kommt, was ist kommt Zeit, kommt hart. Ne? Ja, ich finde ihn nicht schlecht. Wirklich okay, immer. Ich fahre ja Schiebedach, ne? Also BMW mit Schiebedach finde ich geil. Schon funktioniert. Was geil ist, wenn die Kippstellung, ja. Das muss sein. Also ich finde, die Autos werden immer wertvoller, ihr wisst es, Freunde. Ne? Ich krieg solche Autos immer, also die sind schon ab 5K überhaupt mal, weißt du so. Wenn er gut ist. Wenn er gut ist, ja. Ja, aber muss auch nicht richtig gut sein. Wenn er richtig gut ist, ist er schon bei 8 Meter oder so. Ja, lässt sich gesehen. Ja, lässt sich gesehen. Aber ein Oldtimer, Freunde, kauft euch einen Oldtimer, es ist eine Wertanlage. Genau. Überlegt mir, ihr kauft eine Karre für 4 Meter, das Ding steht hier 3 Jahre. Kommt einer, gibt euch 7. Ey, du kriegst mehr Geld für die Dinger als und das Ding ist, die Werbemarke, natürlich, ja. Besser als jede Bank. Und das Ding ist, guckt euch die Optik an. Ja, feier ich. Mit den Felgen, es sieht richtig schön aus. Ja, 058er finde ich super geil. Ja, finde ich auch geil. Ja, schöne Autos. Ja, hast du doch selber, Jan. Hab ich auch, ja. Ich weiß nur nicht, was ich mit dem Auto machen soll. So, Eddie, vielen, vielen Dank, dass du dafür überhaupt mal das gezeigt hast. Ja, lief ja, ihr werdet immer herzlich eingeladen. Ja, wir haben einen Soundcheck. Nee, kennen wir schon, Okay. Haben wir doch das gleiche Auto. So, geile Autos, also 323 Ti, Kompakt-Fan bin ich nicht, aber seine Karre, ich bin von seiner Freundin das Auto gefahren, feier ich, geile Karre, der fuhr wie ein Neuwagen, muss ich dir jetzt sagen, ein tolles Auto. Sein Auto ist auch geil, schön soundmäßig, weil ich stehe auf Sound, ich liebe Sound. Aber G-Power auch. G-Power, selbst halt auch nice dran. Alter, G-Power kostet schon 700 Euro. Nee, was war damals? Ja, was Feuer. 1800 D-Mark. Überleg jetzt, mal. Jetzt werden wir nicht mal produziert. Ein schöner Sound, hast du gehört? Na, auch ja. Der Kaltstart war böse, dass er so hat. Freunde, BMW ist eine Liebe für sich. Ihr wisst, ich mag BMW, ich mag Mercedes. Die beiden Autos schlägt mein Herz und auch ein schönes Auto. Also für 2,5 hätte ich ihn heute auch mitgenommen. Er sagt, nee, Pustekuchen. Also? Nein, willst du oder nicht? Warte, ich will deinen Tricks an. Gib mal die Hand. Okay. So fühlt sich das an, wenn du mir für 2 Minuten. Du bist auch schon besser. Überleg mal. Nein, kann ich dir was herstrecken? Ich habe also, schon mal 2,5 Minuten. Aber Jan, eins musst du wissen, Eddie ist auch nicht blöd. Eddie sucht auch gerne Oldtimer, er steht auf alte Autos. Genau. Und
Deswegen, ne? Ja, vielen herzlichen Dank, Eddie, dass wir dich kennengelernt haben. Ich danke euch, dass ihr hier wart und dass ihr... Hat uns sehr gefreut, dass du auch mal deine Autos gezeigt hast. Ja, dein Onkel, der hat keinen Bock vor die Kamera, aber er war auf der Kamera. Aber es ist euer Fan. Der wird besucht. Freunde, wenn ihr auch so geile Autos habt, einfach mal anschreiben. Wenn wir irgendwann sehen, anschreiben. Wir kommen gerne, machen ein schönes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für Abonnieren. Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.